So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Wir waren im letzten Part, ne, und haben uns von so einem Kackding erwischen lassen. Von so einer dämlichen Maschine. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir die platt machen können. Wo ist denn das Ding? Okay, dahinter ist noch so ein... Ach, wo ist denn die andere hin? Na, kacke. Mein Gott. Ach, scheiße. Ah, so, da liegt noch eine Eve-Spritze. Ich speichere mal. Ah. Was ist das? Kampftunika. Okay, hier. Oh, fuck. Au. Damn it. Kacke, wie soll ich denn jetzt hinkommen? So ein bisschen an Schrotmuni. Egal, ich habe gespeichert. Boah, ey. Kacke. Na toll. Hätte ich mal den Ölteppich vorher gesehen. Oh, fuck. Huh, also das könnte sehr schwierig werden hier. Da sehe ich schon wieder eine Kamera rumzischen. Egal, hacken wir den gut mal. Hacken bitte. Ah, das Hacken ist auf Dauer sehr anstrengend und nervig irgendwie für dich. Ich weiß ja nicht, wie das für die Leute war, die Bioshock selber mal gespielt haben. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wie ihr das Hacksystem findet. Ich finde es am Anfang fand ich sehr lustig und dann wurde es ein bisschen anstrengend. Ja. So, Dankeschön. Auf 10 Dollar reduziert. Das ist sehr herrlich. So, ich will aber mal hier rein. Das ist doch nicht wahr, ey. Oh, das hat hier so Metal Gear Solid Touch. Dun. Wow! La 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 la. Ups. La 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 la. Hallo. La la. Und safe. Ja, komm, das kriegen wir hin, oder? Oh, fuck. Oh, ein bisschen mehr Zeit hier. Oh, shit. Ja, hier komme ich nicht mehr raus. Scheiße. Was ist das denn hier? Klo, Arschlängen. Okay, nochmal das Ganze. So, der muss dahin. Der dahin. Der so. Dann so. So. Fuck, den hier brauche ich. Den hier. Ah, das war unfair. Für 2 Verbandskästen, yay. Oh. Mal gucken, ob ich da irgendwie hinterkomme. La 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 la. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen.
Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Jo, Kollege. Alles cool bei dir? Okay. So, auf geht's. Scheiße. Ich mach hier an der Stelle nochmal ein Safe. Denn Safety first, sicher ist sicher. Alright, hier ist mal nix. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still! Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. 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 Boah, du Kranke. Hässlich. Sieh dich an. Widerlich. Boah, du Asshole. What the? Oh no, come on! Oh, warte, ich muss nachladen. Oh, 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 wow, 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 wow! Ey, wow! Ladies and Gentlemen, das ist nur bedingt unfair. Wow, wow, la 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 la. Komm, spritze das Zeug, Mann. Oh, geil, den kriege ich nicht, ey. Fuck. Boah, Leute. Aber verarscht ihr mich? Ich hätte eindeutig den Feuerplasmin wegmachen sollen, ey. Boah, das Ding verzieht aber echt bad, ey. Boah, Steinman, jetzt kriegst du gleich echt richtig was von mir auf die Fresse, mein Freund, ey. Komm her, du Ass. Klasse. Ich will's gar nicht wissen, halt die Fresse jetzt. Wo bist du? Oh nein! Falscher Knopf. Wo bist du? Verdammte Scheiße! Stirb jetzt! Oh. Verdammt nochmal! Boah, ich muss sie jetzt eben speichern, ey. Das gibt es nicht. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite von Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Die Naht hätten wir und fertig. Die Nase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lifting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Holen Sie den Leiter der Chirurgie! Den Chef der Chirurgie! Schnell! Gut, dass wir Steinman in seiner besten Phase auch mal erleben konnten, wie er einfach mal freiberuflich anderen Leuten die Gesichter einfach mal wegschneidet. Ist ja an sich nicht so verkehrt, ne, wa? Boah, Leute, ich weiß jetzt schon, dass ich den Schwierigkeitsgrad schwer wohl nicht sonderlich lange durchziehen werde. Aber dieser Kampf gerade, der mir echt super viel, boah, super viel abverlangt. War unglaublich schwer, Gott. Super, jetzt habe ich zumindest einige Verbandskästen wieder hier. Scheiße, den brauche ich nicht. Ah, ey, hätte ich nur mein Dings. Wieso zum Teufel habe ich mein Elektroplasmid weggemacht und nicht das Feuerding, ey? Nein, weil ich Schnipsen viel cooler finde. Aha, ganz toll.
So. Okay. So, Styleman ist Geschichte, der alte Sack. Das Feuer ist was? Heiß? Boah. Jetzt habe ich mich gerade aber irgendwie erschrocken, weil ich dachte, irgendwie links wäre was von mir. Es waren doch vier, ne? Da vorne ist ein vierter, okay. Ach so, genau, der Spinner da oben, immer noch da. Hey! Ach, halt die Klappe. Komm her. Ja, geil. Oh, nie was drin, ey. Was bist du denn? Ein Verkaufsautomat. Bin ich schon gehackt? Hab ich nicht. Könnte ein bisschen schwieriger werden hier. Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein! Komm. Hier hin, dahin. Ah, Mist. So ein noch und so ein. Ha, war doch kein Problem. Blablabla. So. Wodka. Pistolenkugeln, Schrotkugeln. Hab ich eigentlich genug. Ja, komm. Und klauen wir uns nochmal eine Eve-Spritze hier. Und ein bisschen Wodka. Ah, komm, ein bisschen mehr Wodka hier. Alles weg damit. Braucht euch kein Schwein, ja. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Alles prima. Alright. Wo soll ich hin? Ist ein Fall über mein Rohr. Ich weiß es nicht. Oi, 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 oi. Okay, ich bin wieder voll da. Dankeschön. Dankeschön. Ich hab nur gespeichert, du Assi. Chill mal. Wow. Ich will den Big Daddy sehen. Hey, hier geht ja einiges kaputt. Holy shit! Oh yes. Nur du und ich und all das leckere Adam, was ich trinken kann. Halte dich von ihr fern oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind?
oder diese Mini-Frankensteins von Tennenbaum. Hier, es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Huh. Kann ich hier nicht einfach direkt eine Batzen nehmen, kleinen Mist? Come to Daddy. Entscheide dich. Entschuldigung. Entscheide dich, ob du Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du es ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das du für die Plasmide ausgegeben hast, ausgeben kannst. Allerdings wirst du diese Prozedur nicht überleben. Was? Und wenn du. Achso, allerdings wirst du diese Prozedur nicht überleben, wenn du sie rettest. Erhältst du weniger Adam. Nein, Moment. Lesen muss man können. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Nicht du, sondern sie, du Spasti. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tennenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Boah, ey, Lesen ist heute echt anstrengend. So, liebe Leute, ich glaube, ich klatsche dir ein jetzt. Nein, liebe Kinder. Nein. Ich werde mich, oder ich habe mich dazu entschlossen, die Little Sister zu retten. Danke. Lauf, du Bitch! Danke. Warte, geh mir aus dem Weg, du Kloppte. Hab Geduld. Tennenbaum hätte ich zum Narren. Viele Dinge sind zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ach, halt die Klappe, ich hab Zigaretten und Alkohol, ich brauch keinen Adam. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers Gartenautomat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Jojo. Gib an einem Gatherers Garden Automat. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tennenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. Oh Leute, das ist jetzt echt... Oh, ist das beknackt. Kann ich das Ding nicht hacken irgendwie? Natürlich kann ich es nicht. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich wette, das macht mir das Ganze noch schwieriger, dass ich die Little Sister anfange zu retten, anstelle abzumurksen. Gott, verdammte Scheiße. Ich habe nur 80 Adam. Ich kann so ein Gesundheits-Upgrade könnte ich gut vertragen, so ein Eve-Upgrade oder so einen schönen Eve-Link, ne? Verbandskäste verleihen auch Eve. Oder so eine Körperpanzerung. Verringert alle physischen Schäden oder macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Ich nehme das Gesundheitsupgrade. So, du Bitch. So Leute, ob ich meine Entscheidung bereuen werde oder nicht, das denke ich erfahren wir im nächsten Part von Let's Play Bioshock. Also, bis dahin und in diesem Sinne, euer Sparrix. Toodaloo.